und damit auch herzlich willkommen von mir hier an dieser Seite zum Rallye-Spiel, DFB-Pokalspiel FC Rot-Weiß Erfurt gegen Frankfurt. Ich begrüße euch. Ja, ich habe jetzt eine Woche lang gekämpft, die Originalaufnahmen ja so hinzukriegen, wie sie einst waren. Deswegen ist jetzt nachsynchronisiert, aufpassen. Hat nicht so geklappt, konnte machen, was ich wollte, hat irgendwie nicht geklappt, deswegen jetzt einfach nachsynchronisiert. Tut mir leid, aber in der nächsten Folge wird dann wieder alles soweit auch mit Cam laufen, wie gehofft. Jetzt erst mal aufpassen. Puh. So, wir spielen offensiv. Müssen rangehen, müssen. Oh, durchatmen. Konrad auf Schembri. Hanno Balic auf Quastrogori. Gori auf Möwald. Carsten Kamlott. Carsten sieht Aydin im Strafraum. Was? Aber ist ungenau. Bukwa kommt nicht dran. Schade. Die Fans peitschen nervt zu nach vorne. Wieder schön gemacht. Kamlott schickt wieder Oke Aydin. Der kann durchgehen. Komm, geht durch. Junge, Pass am Möwald. Ah. Ja, hätte auch Aydin ein paar Meter gehen können. Jetzt Menz. Sehr Präsenz jetzt. Möwald! Oh. Ecke. Die ersten 10 Minuten gehören uns. Komm. Ecke kommt rein. Aber Frankfurt kann klären. Epstein jetzt auf Balic macht das Spiel schnell. Schickt Schembri sieht unten Dilic Extresner. Schembri, schönes Passspiel jetzt hier. Glück gehabt. Abwehr aufgepasst. Zu schnell vergeben hier. Jetzt wieder Aydin. Okan Aydin. Auf dem rechten Flügel. Auf Kamlott. Kamlott schießt. Aber vorbei. Und ich nehme schon einen Schluck. Harry. Oh, Petersen. Oh, Petersen was? Kevin geht dazwischen. Schön kämpft. Kamlott. Carsten Kamlott auf Möwald. Möwald auf Aydin. Oh, Aydin. Der ist fleißig heute. Kamlott ist alleine vom Tor. Oh, Glanz. Kriegt den Ball runter. Man sieht den meines Erachtens diesen Klassenschritt hier nicht. Hanno Balic, der erfahrene Hund hier. Ja? Epstein. Juri kann wehren. Wieder Balic. Epstein. Juriot, was machst du denn gerade? Nein! Wie kann man denn bitte schön da faulen? Wie kann man da so reingehen? Och Mensch, Juri. Elfmeter. Ingolstadt. 1-0. Ingolstadt sage ich. Frankfurt. Ich will generell irgendwie Ingolstadt schreiben. Ich habe keine Ahnung, warum. Es ist in Anführungsstrichen nur der FSV Frankfurt. Ach Mensch. Unnötig, da finde ich, dass wir auch stärker waren. Möwald ist ein Pass auf Kamlott. Sich nachstellen. Bukwa hält sich schön durch. Bukwa. 1-1. Jawohl. Tor. Juhu! Dem FC Rot-Weiß. FC Rot-Weiß. Schnell. Spielstand. Rot-Weiß Erfurt. Mensch, schön aufgepasst. Schön. Möwald. Jetzt auf Kamlott. Kamlott schickt Aydin. Na, noch was hin. Das war wichtig, der schnelle Ausgleich. Der war sehr wichtig. Möwald. Auf Kamlott. Oh! Paukenschlag! FC Rot-Weiß! Rot-Weiß Erfurt 2, Frankfurt 1. Lanz.
RB ist wieder. Und Dedic, Dedic. 2-2. Scheibengleister. Ach Mensch, das war unnötig Trockenbrot jetzt. Nee, ist es nicht. Weil wir zu Hause spielen, wir spielen bei uns. 2-2, was ist das jetzt für Rückte hier? Nun. Ich glaube 13 Minuten, 4 Tore. Hoffmann führt gegen St. Pauli. Steht über das Tor vor. Aufgepasst. Gut. Oh, für ID. Dedic. Na, ah, der kommt zu weit. Reicht aller Seelen, nur ein Kälbchen trinken. Union führt gegen Hannover, sehe ich das richtig? Guck mal. Kifo. Schamri. Oh. Das achte Steigerwaldstadion. In Ekstase. Oder schön auf. Gleich Halbzeitpause. Jetzt. Pfeift ab. Guck noch hin. Ja. Union 2-0, wie gesagt. Die Not, naja. Aber Jurius, nachdem er Peter das noch abgebrockt hat, ganz ehrlich. Da muss man was tun. Für den Moment auf die Seite hat jetzt gut gespielt. Und wir bringen Baumgarten. Den Jungen. Der hat eine super Entwicklung gemacht hat dieses Jahr. Das muss man so sehen. Jetzt schon 5 Punkte. Wir müssen entsprechend jetzt natürlich auch die Taktik ein bisschen umändern. So. Halbzeitansprache. Ja. Lass uns weitermachen. Wirkt sich schon zusammen. Das. Wir waren nicht so schlecht, muss man sagen. Ein bisschen hier loben. Kamblatt hat ein schönes Tor gemacht. Ansonsten können wir auch. Wir wollen auch ein bisschen motivieren. Ein bisschen jetzt allgemein im Mittelfeld. Und ja, vorne ein bisschen. Guck mal, hat auch ein schönes Tor gemacht. Kevin Möwe, wird auch wichtig sein, dass er auch ein bisschen, dass er munter bleibt. Und jetzt die Auswechslung, wie gesagt. Baumgarten für Juriut und Menz geht 106 auf die rechte Verteidigungsposition. Aber der Anfang, Schemli jetzt. Ivo, Oder kann sich da durchsetzen. Ah, ein kleines, schade. Jetzt können sie wieder gewinnen. Schembri, Dedic, aber für Levin passt auf. Und meinen Abstoß. Abschlag, so. Baumgart, schön verteidigt. Gut gemacht. Gut aufgepasst. Jetzt Okan Aydin. Amlot, schön. Setzt sich da schön durch. Auf Bukwa, dein Tor schießt. Oh! Jawohl, das ist wichtig. Das war wichtig. Rot-Weiß. Erfurt. Juhu! Spielstand. Rot-Weiß Erfurt. Super Rot-Weiß. Super. Rot-Weiß sind unsere Farben. Rot-Weiß, das ist Programm. Wir sind rot-weiß, an uns kommt keiner ran. Haha! Das ist kurz. So, sorry. Aber musste sein. Brauchen saubere Luftfilter hier. Schade. Schade, komm noch ran, schickt nochmal auch an Aydin. Der hat recht viel Platz. Verpasst wird viel zu früh. Möwald blickt wieder auf Kamblatt. Der wird gestört. Und Dedic. Aber Laurito, schön aufgepasst. Champi legt nach, holt sich den Ball wieder für Frankfurt. Pass auf Ex-Frankfurt und Dedic. Geht und auf Gifo, Fiel. 11 Meter.
Ach, ist denn das wirklich nötig? Ach Mensch. Und. Vorbei! Vorbei, Konrad! Vorbei! Oh. Wo war da die Abwehr? Gut, das, okay. Aber hier, so viele Frankfurter. Das sind. Versteh es nicht. Gori geht nicht wirklich aggressiv mit dem Ball und damit Ausgleich 3:3. Was ein Spiel hier. Was ein Pokalfight. Komm, Leute, jetzt wieder. Kommen wir nochmal zurück. Kommen wir nach Bukwa. Setz dich da schön durch. Bukwa. Schön. Schönes Solo. Kommt am Land Armutland. Holt sich Flanke runter. Auswechslung. Komm, muss was ändern. Bukwa macht es ganz gut. Wiegel jetzt für Aidi. Da hat mir so viele Chancen verbrasselt. Und hier Laurito. Hinten müssen wir stabiler laufen. Wir müssen natürlich jetzt auch wieder die Manndeckung anpassen. Schempri, er ist guter Mann. Oh, Kleving geht auf 71, herrlich. Entschuldigung. Baumgarten. Schön. Kamlot schickt Aidi, das war seine letzte Chance. Letzte Möglichkeit hier. Schickt Bukwa, Bukwa. Oh, können sie klären. Na, kriegen den Ball nicht weg. Kriegen den Ball nicht weg, aber jetzt hat ein Plant. Haben doch da vorne ein bisschen allein gelassen. Ach, Mensch. Hallo Balsch. Wie geht das für alles hier? Das ist Pokalfight. Und aus, damit die Auswechslung. Mögge kommt rein. Wiegel kommt rein. Oh, auch Frankfurt wechselt. Ah, mal gucken, wer das jetzt war, wenn sie gewechselt haben. Ah, neuer Stürmer, sehen Sie? Schembri ist raus. Das ist ganz gut so. Konnte es auch nicht wirklich durchsetzen heute. Und Bitroff, wollt ihr mich jetzt verarschen? Möwald, ah ja, schön. Kamlott, ah, abseits. Ja, gut. Bündnis. La 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 la. La 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 la. Ole ole. Wir lieben dich. La 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 la. La 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 la. Wir lieben dich. Und auch Frankfurt wechselt jetzt nochmal aus. Das heißt für uns, wir dürfen nicht nachlässig werden. Nicht beim Stand von 3:3. Wen haben sie ausgewechselt? Kruska kommt rein. Obwohl, das war ein Sechser. Gut. Langer Abwurf. Delic holt den Ball mit Ball im Mittelfeld. Jetzt Bukwa. Der kann sich durchdribbeln. Der kann sich. Ah, wird hier gelegt. Das muss Gelb gerade geben. Ja. Für Schlicker. Er wäre durch gewesen. Damit eine klare Veränderung. Eine Torchance. Und Freistoß. Schießt in der Mauer hängen geblieben. Schade. Fjell. Kommt nicht durch. Möckel jetzt. Wir haben beide nach vorne geschlagen. Auf Jelf. Jelf. Möwald. Und leise. Fast geht's 3. 5 Minuten vor Schluss. Gucken wir uns das mal an hier. Fjell. Klein können wir abfallen lassen. Und Möwald. Staubt ab. Oh. Jetzt 3. Jetzt. Er kommt. Das muss diesmal gehalten werden. Wir dürfen die Führung nicht erneut herschenken. Tor, ein Tor. Geht's Erfurt, ein Tor. Auf geht's Erfurt, ein Tor. Schießt ein Tor, ein Tor. Ein Tor.
Kamlott, oh schön, Hufer geschickt, kommt, mach den Sack zu. Oh, jede Minute, dass wir den Ball haben, Klant wieder gerettet. Jede Minute, wir den Ball haben, sind wir näher in der nächsten Runde. Und Pfeife ab, du Pfeife. Kamlott wieder, schön. Fragt den Ball wieder vor, Bugwa, Bugwa, auf Liege, Liege. Oh. Hat nicht viel gefehlt. Aber es muss jetzt kommen, Pfeife ab. Ich sitze auf glühenden Stein, Kohlen, nice, der Abpfiff. Erfurt macht weiterhin den Pokalschreck und bezwingt den FSV Frankfurt, den Zweitligisten. Verdient mit 4:3. Frankfurt hat sie mit, ja, sagen wir mal, anderthalb Federschießen, Federtore. Ah, Glück gehabt. Ja. Komm, lass mich raus hier. Ach, Mensch. Labor zu Ende, Bougie. Danke für den Kommentar, aber ich will jetzt in den Nachbericht. Gut, dann trinken wir noch einen Kaffee. Wie gesagt, den Cam gibt es in der nächsten Runde wieder. 4:3. Ja, oh, schön. Kam dort, ja, sehe ich auch 2 Torvorlagen. Ein Tor im Möbel, auch starkes Spiel gemacht. Schöne Spiele, Dinge gemacht, aber Juri, gut. Klant, ja, hat viel rausgeholt, muss man sagen. Gut, gehen wir weiter. Statistik, nichts Besonderes. Die Ergebnisse, dann schon. Ja, klick auf die Ergebnisse. Klick auf die Ergebnisse. So, jetzt. Dortmund gegen Freiburg, 2:3. Uiuiui. Wolfsburg besiegt Mainz, 3:0. Karlsruhe besiegt Stuttgart, 2:0. Kopf, geh runter. Da, Karlsruhe, genau, so. Auch eine Überraschung, ja. St. Pauli gegen Hoffenheim 0:4, okay. Union besiegt Hannover 4:1, das wird Bergi grüßen. Bergi freuen. Ingolstadt gegen Nürnberg 3:0. Augsburg gegen Nürnberg 3:0. Braunschweig Lautern 1:0. Erfurt wie gesehen gegen Frankfurt 4:3. Und damit stehen wir im Viertelfinale des DFB-Pokals. Was? Ich sag den Jungen immer wieder, wenn sie tun, was ich sage, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Ihr würdet eigentlich einen Punkt mitnehmen. Punkt? Der Fehlpokal? Punkt mitnehmen? Naja. Aber wir haben das Spiel durch individuelle Fehler wieder entschieden. Erfurt hat die Bälle schnell gut laufen lassen. Eine Mannschaft ist nicht zwingend. 2 Kämpfe bekommt der Sieger. Erfurt war verdient. Ach, Verlängerung von Freiburg dann geworden. Okay, okay. Ah, Bukwa, bester Torschütze. Der Pokal. Das wird natürlich Begierigkeiten wecken, das ist klar. Gehen wir mal weiter. Reus verletzt. Und kam dort gegen Nedic. Haben wir gewonnen. Und Auslösung, Viertelfinale. Machen wir mal. Oh, wir sind gleich als erstes dran. Gegen Augsburg. Unglaublich, dass er ihn so weit geschafft hat. Gut, Karlsruhe gegen Hoffenheim, Braunschweig gegen, weißt du was? Das können wir von Robert Erfurt Mannschaft, noch alles erwarten. Wir wissen es nicht. Dazu auch, entwickelt sich aus dem Pokalschreck. Auf Braunschweig. Da auch nichts weiter. Gut. Gut, gehen wir weiter gegen Augsburg. Oh. Warum hat Chichos das ganze Spiel auf der Bank? Chichos? Er kam nicht rein. Das muss ich ganz kurz so verlegen. Aber ganz ehrlich, lass mich nicht von außen reinreden. Lass mich nicht einreden. Genau. Schreib es mir hin. Na gut. Was? Warum saß Baumgarten das ganze Spiel? Hey, der kam doch rein da Halbzeit. Wollt ihr mich verarschen? Der kam rein. So, haha. Und damit haben wir auch Status der Medien wieder ausgeglichen. Die Fans freuen sich auch. Und das nächste Spiel dann gegen Unterhaching. Das ist natürlich dann wieder mit Facecam versprochen. Da habt ihr mich wieder.
Und die finanzielle Situation verbessert sich natürlich damit auch deutlich. Immobile. Im Spiel trifft er wenigstens für Borussia. Durchatmen. Puh. Ja, gucken wir uns das zusätzliche Budget dann gleich mal an, was wir da kriegen. Auch mal in den Nachrichten allgemein schauen. Gehen wir rein. Statusbericht. Setzung. Tyrella. Ja, Textes gegen Dings. Eine Milde kriegen wir. Ja. Das Budget 1,55 wurde. Okay. Ja, was guckst du da noch? Gut, geh hoch. Dipper haben wir uns, genau, uns gucken wir uns mal an hier. Wechselt, ach, wechselt schon so, stimmt ja, stimmt ja. Gewinnt Bälle, ja. Und Mazzarin da. Gucken wir uns auch mal an. Dribbler, verletzungsresistent. Das sieht auch ganz gut aus. Dem Alter, ja. Der kann sich entwickeln. Der kann auch wieder noch ein, zwei, drei Jahre in der zweiten Mannschaft spielen. Das ist alles gar kein Problem. Und da wir jetzt noch eine Mille drauf bekommen haben, sollten 100.000 vollkommen ausreichen, um ihn von Heimstetten hier abzulösen. Gehalt 8.000, das ist. Einsätze 11, Tor 1, ja gut. Huch. Ja. Und die, ja. Trainingsziel erreicht, ne? Gucken wir kurz rein. Wer ist das? Trainingsziel. Na komm. Dann gibt es bestimmt andere Sachen. Ballkontrolle, ja, sehr wichtig. Sehr wichtig. Ja, gut aufgepasst. Gehält mir. Ist auch ein bisschen wichtiger, ja. Können wir noch ein Stückchen nach oben. So. Und weiter geht's. Hier in die Jugendmannschaft. Oh. Ein neuer Mentor. Ein neuer Mentor. Geht jetzt. Und wir nehmen da. Die machen wir mal 11 irgendwo. Nee, gell? Mist, schade. Nehmen wir. Kleine 1, da kommt das, was zuhört. Da freut er sich doch. Noch irgendwer? Nö. Schade. Aber irgendwie kommt auch ein bisschen nach, habe ich das Gefühl. Golfen. Gehen wir in den Landstatus, gucken wir, ob wir hier. Ja. Ist Gehälter noch ein bisschen nach oben. So, das sollte reichen. Gut. Gut. Ja, wir müssen Leute mit den Leuten reden hier und gucken, was wir hier. Na, nicht so einfach. Fjell, ganz gut für den Alter gemacht. Ah, da freut er sich. Siehst du? Mitarbeiter. Habe ich noch was gemacht bei Mitarbeitern? Nö. Nur nachgeschaut, gell? Kaderplanung wollen wir nochmal gehen lassen. Ja. Das mal aktualisieren. Dass wir dann zeitnah planen können und so umschauen können. Buchwa, ja, der wird sich nicht lange halten lassen. Spielerinfovertrag läuft aus. Hat gutes Spiel gemacht. Oh, kann man Option ziehen. Ah, wunderbar. Dann nehmen wir das auch gleich. Gehalt ist auch vollkommen in Ordnung. Für die Österreicher. Was mache ich denn jetzt? Hä? Abbrechen. Wir haben die Option gezogen. Fertig. Was soll denn das für ein Blödsinn jetzt? Junge, Junge, Junge. Was macht der Vergangenheitsroboter? Falk. Die Reserve verschieben. Da kommt Ersatz. Da kommt Ersatz.
Ich will den bestimmt verkaufen, oder? Der geht doch schon weg, oder? Genau, du wechselst jetzt zu Cottbus. Sag ich doch. Und weiter geht's in Richtung Unterharing. Gegner bei den 17. Nach einem grandiosen Spiel gegen Frankfurt sollte das drinnen sein. Durchatmen. Julia, 10. Tor. Julia, ja. Und hier ist die Mannschaftsaufstellung der Spielvereinigung Unterhaching. Und jetzt bin ich alle Hörer im Stadion. Diese Aufstellung habe ich von unserem Trainer. Ja, sind ja im Real Life auch abgestiegen, die Unterhachinger, nach einer 1:0-Niederlage gegen Erfurt übrigens. Damit ist nichts drin geblieben, Rostock. Der Sponsor von Rostock wollte ja den Spielern von Advice noch einen Urlaub spendieren, aber da hat Erfurt dann abgesagt. Das war ein Sieg aus eigenem Interesse. Baumgarten hat eine super Form, aber wir haben jetzt die letzten Gespräche schon geführt. Gehen wir mal rein. Vergleich. Gucken wir uns die Mannschaft mal an. Rechts, 60. Verteidigung ist hinten fast identisch, sage ich mal. Schwabbel. Schon Zummels, der Bruder vom Weltmeister. Können wir mal scouten lassen, was er kann. Können wir auch mal scouten lassen. So, gehen wir mal Banddeckung. Jut, ihn oder kriegst du? Gorio nimmt den Torschützen und Fjell und den Zehner. So, was habe ich jetzt noch gemacht? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ich so eine Kriterien nach, habe ich schon mal erwähnt. Scouting abgeschlossen von Dipper. So, was kannst du? Eine 42 hast du. Ja, gut, hast du recht gutes Talent. Hast du halt doch in Einsätze. Ist halt ein reiner Linksfuß, der auf dem linken Mittelfeld spielen kann. Und zwar ist in Ordnung für das Alter, sag ich mal. Er ist 16 Jahre jung. Da kann was draus werden. Zumindest vielleicht so aufbauen, dass man ein bisschen Geld verdienen kann. Macht's ja nicht so. Gucken wir hier mal, haben wir auch ein Angebot gemacht. Auch wieder für die linke Seite. Ist aber halt verletzungsresistent. Und hat schon ganz gut Freistöße. Dribbling auch ganz in Ordnung. Ecken auch schon 58 mit 18. Da lässt sich aufbauen. Antritt auch in Ordnung für das Alter. Durchaus. Ist halt eher der Offensive. Das passt. Weil wir müssen auch sagen, hat auch schon Führungskraft 2 von 10, sehe ich jetzt gerade. Taktisches Verständnis. Ja, gut, das gibt, ergibt sich ja alles noch. Ja, bald auch Spiele 12, Tore 1, Vorlagen 4. Das ist aber in Ordnung. Durchschnittszone 3,5. Einmal Spiel des Tages gewesen. So, wen können wir jetzt noch beobachten lassen? Links Mittelfeld haben wir jetzt genug. Sturm eigentlich auch. Aber der ist erst 16, da kümmern wir uns. Aha. Gut, gehen wir weiter.
Ja, also Britta und so, ne? Der aus Osaka. Der Barry, den können wir ja mal scouten lassen. Das ist Karlsruhe. So. Teammanagement, habe ich schon alles gemacht. Lass ich nur da mal reinklicke. Und hier noch eine Golfen. So, Urlaubsfreier haben wir auch gemacht. Ganz praktisch. Also Taring, Dortmund 2., Rostock, Augsburg. Und dann geht es hier dann ins Trainingslager nach Portugal. Das passt soweit. Karriere. Auch nichts. Was mache ich jetzt noch? Ach, ein Autogrammstunde zum Rein. Ah. Gut, dann können Sie gleich was kaufen für Weihnachten und haben gleich Autogramm drauf. Da freuen sich die Jugendmannschaften. Nicht noch passiert. Zweite Mannschaft auch nichts. Wo stehen die jetzt eigentlich? Und die B-Jugend, ja, schon ja, wenigstens ein bisschen besser. Verträge, Freunde, neue Heikung. Das muss man nachher anpassen, haben wir eine Winterpause, sind alles ganz unruhig. Gut, dann speichern wir ab, würde ich sagen. Freue ich mich dann auf euch gegen Unterhaching. Da sehen wir uns dann wieder. Dann wieder mit Facecam. Ich freue mich schon mal auf euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Robert. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Und bis dahin. Tschüss, tschüss.